Mädel Oida. Nein, das kann ich nicht übernehmen. Ja, schönen guten Morgen. Nur mal ganz kurz. Da sitzt er bei seinem Morgenkaffee. Viel zu kurze Nacht gehabt. Aber eine Idee. Und ja, wenn ich sowas hatte, so eine kreative Eingebung, dann muss ich mich halt ransetzen. Da hilft halt alles nichts. Heute geht es aber weniger um das Video an sich, als um die Idee zu meinem Intro. Das habe ich ja erzählt, ich möchte mir gerne ein neues Intro basteln und da habe ich eine Idee gehabt, was ich da haben möchte. Jetzt habe ich eine Vorstellung, jetzt habe ich einen Plan und da werde ich mich jetzt an die Umsetzung machen. Step 1 besteht darin, dass ich mir mal eben schnell ein Intro-Lied organisiere. Und da ich möchte, dass das eine persönliche Note hat und etwas Individuelles ist und nicht irgendein 0815-Clip-Ding da aus der öffentlichen Bibliothek, werde ich das selber machen. Ja. Das ist jetzt der einzige Schwachpunkt. Ich weiß noch nicht hundertprozentig, wie ich das mache, aber ich weiß, wie es werden soll. Ich spoilere jetzt mich selbst einfach schon mal vorab. Ich möchte gerne etwas mit Flammen haben und ich möchte es ein bisschen im Conan der Barbar-Stil haben. Weiß nicht, ob ihr... Habe ich bestimmt schon mal irgendwo erwähnt. Ich habe zwar jetzt meistens nur über Horrorfilme gesprochen, aber ich bin ein riesen Conan der Barbar-Film-Fan, Schwarzenegger-Fan und Conan finde ich ganz, ganz, ganz großartig, diesen Film. Der hat mich sehr geprägt und vor allem der Soundtrack. Der ist brillant und das ist mein Number One Soundtrack. Da lege ich mich gerne fest. Was Besseres gibt's nicht. Also was da geschaffen worden ist von Basil Polyduris, wieder Grieche, ne? Septic Flesh, Rotting Christ, die können einfach epische Musik machen. Das ist der Wahnsinn. Ja? Dieses Album, ja, das reißt mich immer wieder mit. Da kehre ich gerne zu zurück. Und ich glaube, das ist auch in der Black-Metal-Szene gar nicht so selten, dass das Leute sehr, sehr geil finden. Das wurde übrigens, glaube ich, 2011 neu aufgelegt. Da war ich erst sehr gehypt und dann sehr ernüchternd. Hat mir nicht so gefallen. Klar, es ist in vieler Hinsicht besser. Es ist besser aufgenommen, es ist besser produziert, die Klangqualität ist um vieles, vieles besser. Du kannst das richtig laut schmettern lassen. Das Problem, was ich damit habe, ist, es ist mir zu perfekt. Ne? Da fehlen all die schönen kleinen Unsauberkeiten, die für mich aber so ein bisschen den Charakter und die Seele ausgemacht haben beim Originalmusikstück. Ja, da sind ein paar gröbere, brachialere Stücke bei und in der Mitte auch viel, ja, so ein bisschen melodischere Parts, langsamere Parts, teilweise auch so ein bisschen triste Parts und dann wieder Baba. Gut, ich guck mal, was draus wird. Ich halte euch auf dem Laufenden und zeige euch natürlich im Idealfall dann auch das Ergebnis, sofern ich denn eins produzieren kann. Ich setze mich jetzt hier an meinen Rechner und mache mal meine DAW auf und guck mal, was ich da produzieren kann. Ich meine, ich mache mir da nichts vor. In der Quali werde ich das mit Sicherheit nicht hinbekommen, zumal ich auch... Also die Klangqualität eines riesigen Studio-Symphonieorchesters kriegst du sowieso nicht hingebastelt. Ich habe aber eine Geheimwaffe, naja, so geheim ist das auch nicht, aber BBC Symphony Orchestra, da kann man schon viele lustige Sachen mitmachen. Davon verspreche ich mir einiges. Das nehme ich mir gleich mal rüber
und auch mit dem Project Sam Sampler, der auch frei ist für den Contact Player, gibt es coole Instrumente. Ja, da werde ich jetzt ein bisschen dran rumdaddeln. Das dauert einige Stunden. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und setze mich dran. Drückt mir die Däumchen, dass da was bei rumkommt. Bis zum nächsten Mal. 2 Stunden später. Ja, Leute. Krom war mit mir. 2,5 Stunden später. Und ein Track von 1 Minute 45 Lauflänge. Aber hey, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Manchmal ist es besser aufzuhören, wenn man es so halbwegs in Ordnung findet, als wenn man es gnadenlos verschlimmbessert. Ich habe dann immer Angst, ich versau was. Und ich habe extra auch den ein oder anderen kleinen Einspielfehler für euch drin gelassen, damit ihr merkt, es ist tatsächlich von mir. Ich habe es selbst eingespielt mit meinen eigenen krummen, kalten Händen. Ja, ich bin ganz zufrieden, was das Ergebnis angeht. Und jetzt geht's ans Intro basteln und etwas Episches soll es werden, wo ich dann die Musik mit einbinden kann. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ihr werdet das Ergebnis wohl sehen. Bis demnächst.